Hallo Leute, wir sind auf Kalidor und haben hier die ersten Schritte gemacht, müssen aber noch ein bisschen was ausbauen, haben wir gesagt. Stromversorgung ist hier nicht und Sauerstoff haben wir auch nicht. Da müssen wir uns als nächstes drum kümmern, vielleicht einen Drucker bauen und so. Alles gleich nach dem Intro. So, dann würde ich sagen, diese Energieversorgung, die ich hier habe, die packe ich natürlich wieder in den Rucksack, macht da mehr Sinn, die zu haben, wie da auf der Erde. Und wir haben jetzt andere Dinge. Wir hatten jetzt noch hier, ja, Strom ist da rechts, die Solarzelle. Da drin haben wir schon eine dicke, fette Forschungsprobe, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Jetzt müssten wir mal vielleicht den Rucksack gerade gucken. Ein Hämmer ist klar, den brauchen wir gerade nicht. Aussichtsmodus. Jetzt sind wir hier gerade mit Flutlicht, Leuchtstäbe, Verpacker. Ja, den könnten wir sogar tatsächlich bauen, weil da unten was liegt. Wäre tatsächlich zu überlegen, dass wir noch eine Forschungsprobe reinpacken. Dafür müssen wir gerade das Graphit wieder in den Rucksack kriegen und machen den auch mal gerade in Verpacker. Weil das ist nicht verkehrt, den zu haben, weil dann können wir hier noch mal was ordentlich verpacken und mitnehmen. Was dann als nächstes hier? Kleine Trompetenrupe? Nee, kleiner Drucker. Dafür brauchen wir Gemisch. Liegt jetzt hier nicht rum. Das heißt, wir holen uns jetzt gerade von unten Gemisch. Wo war das Gemisch? Ich glaube, da unten ist es. Naja, da unten war Gemisch. Dann laufen wir da mal gerade runter und buddeln hier ein bisschen raus. Hier ist nämlich Gemisch noch. Gut, soll gerade reichen, weil wir wollen jetzt mal gerade nur das holen, was wir brauchen. Gut, wieder Sauerstoff. Q, unseren Drucker. So, den haben wir jetzt. Stellen wir mal gerade hier hin. Oben mal weg. Schließen wir mal das Solarpanel an. Ah, das war jetzt natürlich gerade nicht so prickelnd. Wollte eigentlich nur das Kabel haben und den da dran schließen. So, und jetzt können wir mal gerade gucken, was wir da basteln können. Und nichts, weil gerade kein Strom dran ist. Das heißt, da wäre sinnig, eine Batterie auch zu haben, ne? Die ist aber gerade nicht da. War da nicht eben die Sonne? Da ist sie doch. Warum packt die Solarzelle nicht Licht an? Kriegt er da Strom? Nee. Bisschen höher hier. Reicht nicht. Hol sie zurück. Jetzt geht's. Interessant. Aber er kann trotzdem ja nichts, oder was? Ah, doch, kann er doch. Sauerstoffmacher. Aluminium und Keramik. Mittlerer Schredder? Ne, den brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Ah, der Generator wäre schon mal ganz nett, ne? Aber hier ist viel Wind. Wir müssen nicht mit dem Generator arbeiten, sondern hier mit einem Windkraft. Ne? Arbeiten. Aber die ist jetzt hier gerade nicht drin, ne? Traktor, Aluminium, Hänger, Feststoppschubdüse. Ja, um Ressourcen zu kriegen, braucht man einen Trecker, ne? Haben wir da, oder? Liegt hier, ne? Aluminium, oder? Aber nur einmal Aluminium da. Aber egal. Ach ne, wir brauchen zweimal Aluminium. Das ist Kohlenstoff, oder? Ne, Zink. Also Aluminium brauchen wir zweimal. Das bringt uns jetzt hier nicht gerade weiter. Im Rucksack war ja nichts mehr, ne? Ne. Okay, das ist dann nicht so funktionsreich. Nochmal gerade durchgucken am Drucker.
Der Hänger geht auch nicht. Feststoffschubdüse brauchen wir jetzt gerade hier nicht. Verpacker ist klar, kleiner Kanister. Der Rest ist schon, was wir sowieso im Rucksack haben. Der mittelgroße Drucker wäre dann vielleicht das nächste, was wir machen sollten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da runter und holen noch ein bisschen mehr Gemisch, um das hinzukriegen. Ah, Gemisch war doch hier, ne? Ja. Da kommt mal noch ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt haben wir drei, ne? Ne, wir haben erst zwei. Dann noch ein. Lieber ein mehr wie ein zu wenig. So, jetzt reicht's erst. Er braucht nämlich auch Sauerstoff. Passt. So, Rucksack auf. Bisschen drehen, damit wir einen Drucker auch haben. Ah, sind doch jetzt vier, ne? Aber ist egal. Jetzt Drucker auswählen und großen Drucker brauen. Gut, das ist nicht verkehrt. Sehe ich nur irgendwo so einen Kürbis in der Nähe, dann würde ich den jetzt noch holen wollen. Ich glaube, das ist eine böse Pflanze da. Das funktioniert nicht. So, gerade eine Unterbrechung gehabt, aber das können wir ja zusammenschneiden dann. Gucken wir mal weiter. Was hatten wir jetzt? Der hat schon gedruckt, ist auch schon fertig. Das heißt, wir können den Drucker auch auspacken. Und den brauchen wir definitiv ja auch. Ach so, für den brauchen wir eine Plattform, ne? Das ist das nächste dann. Mittlerer Schredder. Brauchen wir Harz für. Das habe ich in der Ferne aber hier irgendwo gesehen. Da hinten ist es doch. Und hier liegen haben wir Harz, glaube ich, nicht. Ne? Nee. Dann laufen wir da mal schnell hin, weil das ist nicht ganz weit. Wir müssen nur gucken, dass diese Viecher uns hier nicht erschwischen. Weil ich glaube, die schießen ja, oder wie war das? Komm, einer geht noch. So, Sauerstoff fehlt. Zack, schnell zurück. So, haben wir es wieder. Wir hätten natürlich auch mit dem Auto fahren können, ne? Aber egal. Drei Harz, zum Glück, da haben wir nicht drauf geachtet, aber jetzt haben wir sie dabei, ne? Oder? Ah ne, wir haben drei und, ja, okay. Brauchen aber nur eins. Plattform drucken bitte einfach. Gerade kein Strom da. Gut, wir müssen definitiv dann stromtechnisch was anderes haben, ne? Die Solarzelle bringt uns da jetzt gerade nicht weiter. Wie sieht's denn mit Pinnen aus? Pinne bringen uns nicht weiter, weil wir noch keinen Generator haben. Ja, das bedeutet, wir müssen definitiv weiter bauen. War hier noch was abzuholen? Ich glaube nicht, ne? Das war nur noch Schrott. Den Rest haben wir schon aufgehoben, ne? Ist nur noch Schutt. Da drüben ist auch noch was, aber hier ist Harz und, oh, da hinten, da unten, da ist irgendwas, was vielleicht interessant sein könnte.
Dafür brauchen wir aber vielleicht mal unseren Buggy. Und der schießt. Strom kommt ein bisschen später. Lass uns gerade den Buggy nehmen, weil das sah nach einem Rohstoff aus, den wir vielleicht noch nicht hier entdeckt haben. Jetzt mal da gerade hinfahren. Kommen wir hier runter? Ja. Oh Mann, ey. Ah, täuschte nur aus der Entfernung. Schade. Es sah nach was anderem aus, wie es ist. Oh, das sieht aber gefährlich hier runterfahren aus, ne? Lass mal gerade aussteigen. Und einmal schauen, ob wir hier irgendwo rein gucken können. Okay, das ist ein tiefes Loch. Das ist auch ein tiefes Loch. Ich glaube, da müssten wir mal eine Schräge hinbauen. Wie? Was war denn das jetzt hier? Der zweite geht nicht hier, der Glitter. Ach, wir haben keinen Container dabei, kann das sein? So sieht's aus. Das ist ganz schlecht. Oh. Dann machst du ja nichts, ne? Okay, das bedeutet, wir müssen wieder hoch. Okay. Ist nur die Frage, wie wir hier hochkommen, weil gerade. Ja, jetzt sind wir gleich unten drin. Oh, das Auto, das fährt auch so komisch. Hänge ich an dem Ding fest, ne? Oh, Alter, das war's. Mann, 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 Mann. Schwerkraftmäßig ist es auch nicht so dolle hier, ne? Dann steig mal aus. Und dann gucken wir, dass wir da hochgebuddelt kriegen irgendwie. Das ist hartes Material, wie sehe ich das? Irgendwie sieht das komisch aus, ne? Kommen wir auch mal an die Oberfläche wieder? Region Höhlen. Wo muss ich jetzt hin, damit ich rauskomme? Da. Beziehungsweise zum Auto kommen wir erstmal, zum Luft holen. Okay. Ziemlich hartes Material hier wohl. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt wenigstens hoch. Jetzt muss ich mal irgendwann erstmal Licht haben, ne? Da ist es endlich. Und da kommen wir auch noch beim Harz raus. So, jetzt erstmal zurück zum Auto. Wenn wir schon wieder Luft brauchen.
Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir das irgendwie da hochkommen, ne? Also ich brauche unbedingt dieses andere Teil da zum Glätten, ne? Umdrehen steht da. Wahrscheinlich kann ich jetzt rückwärts rausfahren oder was? So sieht's aus. Umdrehen. Wieder umdrehen. Boah, jetzt ist das schwierig hier. Ich bin fast wahrscheinlich bei uns am Lager rausgebuddelt, wa? Jetzt mal wieder zum Buggy erstmal hin. Zweck Sauerstoffmangel. Warum sind wir so rum? Kannst du erstmal wieder aussteigen? Nee. Umdrehen. Betreten. Ich glaube, wir müssen wieder rückwärts fahren, oder? Ich sehe da natürlich nichts, das ist das Schlimmste. Umdrehen. Jetzt haben wir wenigstens wieder mal Licht vor uns. Jetzt ist er ausgestiegen. Also da geht es auf jeden Fall hoch. Unser Fahrzeug ist jetzt wie hier eingeklemmt. Ja, ist schon harte Arbeit hier rauszukommen wieder, ne? So. Jetzt müssen wir den Buggy wieder finden. Der da super geparkt ist, wie wir sehen. So, jetzt hier noch weiter weg, dass wir links einschlagen können und vielleicht dann da rauskommen. So, einmal betreten bitte. Kommt er da raus? Okay, das war nix. War auch wieder nix. Ach Mann. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal aussteigen und nochmal ein bisschen was planen machen. Wenn man das so hier Plan nennen kann, ne? So, dieser Hügel, der muss da noch ein bisschen weg.
Aber jetzt könnte es vielleicht klappen, dass wir rauskommen. Jetzt hängen wir da vorne. Jupp, aber so umdrehen ist eigentlich schlecht, weil wir dann wieder rückwärts müssen. Ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Müssen nur aufpassen, dass wir da nicht gleich wieder reinfallen, ne? Puh, das war anstrengend. Ich glaube, das Ding stand hier direkt neben unserer Basis, ne? Da ist er doch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch erst hier wieder einen Cut und schauen zu, dass wir in der nächsten Folge weiterkommen, ne? Die Exkursion war keine tolle. Okay, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis in unserer nächsten Folge. Bis dann. Ciao.